Derzeit 105 Punkte Vorsprung. Marcel Hirscher. Runs for Giant Slalom Cup. Also für den Gesamtsieg in der Disziplinenwertung. Ja, wie auf Schienen. Wie auf Schienen. Aber wenn er da jetzt ein bisschen direkt ist, schau, wie schnell er das korrigiert. Und der Schiemann, boah, da ist er kraftvoll aus dem Tor herauskommen. Und er baut noch ein bisschen was an seinem Vorsprung aus. Also da passt alles. Da passt die Technik, da passt das Material, da passt der körperliche Zustand und natürlich der Kopf. Unfassbar. Schau dir das an. Geht in so. Die Hocke. Zwischenzeit 44. Noch einmal tick schneller. Bitte den Übergang richtig fahren. So, aber wenn das, nicht Hirscher, ja, der war picobello. Viel besser geht's eigentlich nicht. Na, geht nicht mehr. Und schau, auf Zug durch die Richtung hat gepasst. Pass auf die Zeit auf, weil da hatte ja Christoffersen den Fehler. Da macht's keinen Nacker. Hier, weit über eine Sekunde. Er tut wieder einmal ein neues Zeitfenster auf. Und die Schläge, die machen ihm gar nichts aus. Der hat so eine Kraft, beschleunigt noch in den der letzten Olympiasieger brettert hier durch und gewinnt in Kranjska-Gora mit 1,66 Vorsprung. Ein fantastisches Rennen von Marcel Hirscher. Das kleine Kristall für die Riesentorlaufkugel ist ihm schon wieder gesichert. Unglaublich. Zum fünften Mal gewinnt er den Riesentorlauf-Weltcup mit gigantischem Vorsprung, Thomas. Ja. Viel zu viel zu sagen. Es ist eigentlich das. Jedes Mal, ein ums andere Mal zertrümmert die Gegnerschaft. Wir schauen da nochmal hinauf. Eben, da war es ein bisschen, das ist weit oben, so ein kleiner Schlag, der schwer zu sehen ist. Aber du schaust beim Andreas Fellmeiner vorbei. Vielleicht findet ihr noch eine Passage, wo man was noch besser fahren kann. Oder wo die Konkurrenz rein. Die findet man nicht, die sucht man nicht. Wir ziehen einfach nur es rentiert sich nicht. Weltcup-Sieg Nummer 56 für Marcel Hirscher. Kleine Kristallkugel im Riesentorlauf Nummer 5 gesichert. Die Rekorde purzeln auch heute wieder. Es ist der 11. Saisonsieg. Auch das für ihn eine neue Bestmarke. Und er wird morgen nach dem nächsten greifen.